Es geht hier jetzt ums Anwendungsfach interaktives Video. Und dort wurde ein Erweiterungsmodul für die Media Toolbox geschaffen. Ich weiß nicht, inwieweit die im Grundstudium Grundlagen der Gestaltung 1-2 irgendwo eingesetzt wurde, wer die schon kennt. Und in dem interaktive Video-Anwendungsfach wurde da ein Zusatzmodul geschaffen, wo es um Licht und Schatten geht. Und das stellt uns jetzt der Willi Weise vor. Ja. Hallo, ich bin Willi Weise. Ich werde euch heute unser Projekt aus dem Anwendungsfach interaktives Video vorstellen. Hierbei handelt es sich um das Videopraktikum und zwar geht es um ein Erweiterungsmodul der bisher vorhandenen Media Toolbox, die unter anderem von Herrn Roland Barth entwickelt wurde. Und wie schon gesagt, der Vortrag war ursprünglich zu zweit geplant. Mein Kollege musste leider kurzfristig absagen, also es könnte sein, dass es ein bisschen kürzer ausfällt. Aber wenn ihr dann noch Fragen habt, natürlich stehe ich euch nach dem Vortrag noch offen. Also für diejenigen, die Media Toolbox noch nicht kennen, es handelt sich hierbei um ein interaktives Lernprogramm für die Grundlagen der Gestaltung von audiovisuellen Medien. Da waren schon gewisse Module vorhanden, von Bildgestaltung bis zur Dramaturgie. Und unsere Aufgabe war jetzt, diese Media Toolbox mit dem Modul Lichter und Schatten zu erweitern, welche die Gestaltungsparameter Lichtqualität und Lichtfarbe beinhalten. Also die besondere Herausforderung bei diesem Projekt war hauptsächlich, wie kann ich den Nutzer möglichst selbsterklärend genau diese Gestaltungsparameter anhand von dieser Software erklären. Das mache ich jetzt, zeige ich euch ein bisschen mal gleich hier an dem Beispiel Lichtqualität. Also das war auch meine Baustelle hauptsächlich. In dem Projekt geht es hauptsächlich um Gestaltung. Also es ist ein Gestaltungsprojekt. Und hierum geht es, wie sich die Qualität des Lichts und des Schattens bezüglich der Lichtgröße verändert. Mithilfe von diesen drei Bereichen. Also man hat einmal hier diesen Text, diesen Monitor, in dem die Objekte vorhanden sind. Da kann man sich auch hier fünf verschiedene aussuchen. Man hat hier einen Kegel, Kugel, Würfel und Kopf. Und mit diesem Werkzeugbereich hier. Also diese drei Sachen mussten perfekt zusammenstimmen, um möglichst hohe Wissensgenerierung hinzukriegen. Muss man am besten am Beispiel vom Kegel. Oh, das ist immer ganz schlecht. Kommt irgendwie das Licht aus? Also ich sehe hier auf meinem Monitor so gut wie gar nichts. Also es geht schon irgendwie. Ja, ja gut, ich probiere es einfach mal. Also dieser Punkt hier, der stellt jetzt das Objekt im Raum dar. Also in dem Fall dieser Kegel. Hier unten haben wir diesen Pfeil, das ist jetzt die Blickrichtung des Betrachters. Also wir stehen jetzt hier und gucken so oft auf das Objekt drauf. In dem Fall dieser Kegel. Hier haben wir die Lichtquelle. Die kann man in drei verschiedenen Stufen einstellen, also die Größe der Lichtquelle. Gerade im Moment ist eine kleine Lichtquelle eingestellt. Kann man hier, oh, danke schön. Ja. Ich kann mir hier mal auf eine mittlere Stufe umstellen und auf die größte. Okay, hier sieht man schon, wenn die Lichtquelle groß ist, verursacht es eher ein weiches und ein kontrastarmes Licht. Das sieht man hier besonders an den Übergängen zum Licht und Schatten. Also hier zum Beispiel, man sieht hier, ist ein ziemlicher Graubereich. Im Gegensatz jetzt das andere Extrem, wenn man jetzt die kleinste Lichtquelle einschaltet,
hat man hier ein ziemlich hartes Licht und einen harten Übergang. Also da ist nichts dazwischen, es ist eigentlich fast wie eine Gerade. Das Ganze kann man auch kontinuierlich betrachten, indem man hier auf diesen Play-Button drückt. Also diese Objekte wurden hier übrigens noch im Blender erstellt, die Oberfläche in Flash. Also früher war, also die ursprüngliche Media Toolbox war eigentlich in Java programmiert, aber da es in Zukunft webfähig gemacht werden soll, hast du mir jetzt auf Flash übergegangen. Auch hier mal am Kopf nochmal demonstrieren. Noch einen Würfel. Also hier ist auch ein Zufallsgenerator, falls man, weil dieses Bedienen dieses Werkzeuges lenkt natürlich ab von dem Monitor. Deswegen haben wir hier auch so einen Zufallsgenerator, damit man einfach nur klicken kann und gucken kann, wie sich was verändert. Jetzt werde ich mal versuchen, in Mita sein Modul zu erklären. Also das wär sein Part jetzt gewesen. Bei ihm geht es hauptsächlich um Farbe und Licht. Und dazu wurde vor die Lichtquelle ein Filter gesetzt. Das ist dargestellt hier durch das hier, diese Pfeile, welchen man hoch und runter schieben kann. Funktioniert auch kontinuierlich. Man kann hier dann noch auf zwei Lichtquellen umschalten, um die zu kombinieren. Dann hat man zwei Lichtquellen und zwei Filter. Wodurch jetzt natürlich auch Mischfarben entstehen. Also dann kommt auch sowas raus wie zum Beispiel, indem man Rot und Blau mischt, Magenta. Hier ist mal noch ein bisschen was anderes. Hier werden auf einem schwarzen Boden drei Lampen gerichtet. Einmal eine, vielleicht erstmal mit einer Lichtquelle zeigen. Und auf diese Farben wird nochmal ein Licht gesetzt. Und da entstehen natürlich interessante Sachen dann. Ich kann es jetzt leider nicht so gut erklären wie er, aber ich denke mal, man sieht, es spricht ja für sich. Mal kurz mit zwei. Gut, also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr losschießen, ja? Nee, das sind vorberechnet. Also wir haben das ist kein Echtzeit-Rendering. Also es sind einfach nur Clips. Also es würde auch, wenn das Ganze auch vielleicht auch webfähig werden soll, vielleicht ein bisschen heavy. Also wir haben es uns schon überlegt, aber es ist nicht notwendig, um das zu erklären, was wir damit erklären wollen. Also da reicht eigentlich eine Sequenz aus. Und wir wollten eigentlich auch mehr gestalten als programmieren in dem Praktikum.
Dankeschön. So, gibt es keine weiteren Fragen an Willi Weise? Also die Frage hier vorne war, ob das gerechnet wird, diese Überblendungen, oder ob die abgespielt werden. Und sie werden eben abgespielt.